Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Bücherwoche, in der ich sehr, sehr, sehr im Leseflow war, wo ich wirklich richtig viel Zeit mir auch irgendwie genommen habe, um zu lesen und zu hören, und wo auch der Flow wirklich ganz wunderbar da war. Auch wenn jetzt highlight-technisch nicht was ganz Großes dabei war, aber dennoch lief es in der Woche mit dem Lesen sehr, sehr gut. Und ich habe 5 Bücher, glaube ich, mitgebracht. Ja, wobei eins ist abgebrochen und eins ist ja nur ein Drittel des Buches sozusagen, was wir jetzt noch zu Ende gelesen haben. Zudem möchte ich dann im sonstigen Geplauder über das neue Album von Ed Sheeran sprechen. Ich habe einen Auftakt einer Trilogie mal gerewatcht, also auch ein bisschen was zu dem Film. Ich habe die liebe Anka getroffen und auch da möchte ich ein bisschen was erzählen und auch zu den Duftkerzen-Shoppings der letzten Tage, wo man da vielleicht immer mal sich umschauen kann, wenn man auf der neuen Suche ist. Alle Bücher findet ihr immer unten in der Infobox. Ich mache auch diese Zeitstempel rein, dass ihr dann auch dahin switchen könnt, was euch vielleicht mehr interessiert. Auch das sonstige Geplauder wird immer unten mitvermerkt, wann das losgeht. Ich habe da auch den Leseklub und Instagram und ich kennzeichne dort auch die Rezensionsexemplare. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da Infos gerne hättet. Zuerst jetzt natürlich die Bücher der Reihe nach. Angefangen hat die Woche mit einem abgebrochenen Buch, Umwege des Lebens von Judy Becot. Hier ist auch noch sozusagen der Marker drin, wo ich das Buch beendet habe. Gehört habe ich die Woche Game Changer von Neil Schusterman, seine neue Jugenddystopie, könnte man sagen, die ich mir als Hörbuch reingezogen habe. Im Leseklub haben wir Into the Water gelesen von Paula Hawkins. Das war eigentlich irgendwie so unser Oktober-Thriller. Wir haben recht schnell gemerkt, dass da eigentlich Roman draufsteht und es tatsächlich auch eher ein Spannungsroman ist als ein Thriller. Aber ja, haben wir gelesen. Der Wälzer des Monats, des Kingtober sozusagen, ist Albträume. Das ist sozusagen das Drittelbuch dieser Woche, was wir jetzt auch beendet haben. Und ein Buch, was ich direkt am letzten Tag des Monats verschlungen habe, ist dann Der Schrecksenmeister von Walter Mörs. Ich war mal wieder in Zamunien und frage mich immer, warum die Bücher so lange eigentlich auf dem Sub liegen. Ja, so ist das. Wir beginnen mit Umwege des Lebens von Judy Becot, ein Buch, das mir vom Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurde. Es ist, ich glaube, irgendwie vor meinem Urlaub ja bei mir eingezogen, hätte auch thematisch perfekt gepasst, denn das Buch hat als Thema auch Ägypten und auch besonders so die ägyptische Geschichte. Aber ich habe es tatsächlich abgebrochen. Nach so knapp 140 Seiten, glaube ich, müsste es gewesen sein, richtig, von, ich glaube, irgendwas um die über 500. Es war tatsächlich nicht meins. Ich bin überhaupt nicht reingekommen. Es hat mich angesprochen, weil es natürlich eine Ägypten-Thematik hat und ich fand auch diese Idee, die Autorin, sie stellt mit dem Was wäre wenn, das fand ich super spannend. Zudem kenne ich von der Autorin auch, dass beim Leben meiner Schwester sowohl das Buch als auch den Film, was ich sehr emotional fand und auch ein sehr wichtiges Thema fand. Und die Geschichte beginnt mit einem Flugzeugabsturz und wir sind hier mit Dawn im Grunde in diesem Flugzeug. Sie überlebt den Absturz und stellt dadurch ihr jetziges Leben total in Frage. Wir begleiten Dawn dann, die früher Doktorandin war für Ägyptologie, mit ihrem Kollegen Wyatt, auch früher immer sehr viel konkurriert hat. Sie haben sich dann auch verliebt, haben sich dann aber lange nicht gesehen. Geheiratet hat Dawn dann jemand anderen. Und sie fliegt nach diesem Flugzeugabsturz zurück nach Ägypten, um dort im Grunde sich diese Was-wäre-wenn-Fragen zu stellen. Sie hinterfragt auch irgendwie ihr ganzes Leben, ihre Familie, ihre Entscheidungen und hinterfragt auch, dass sie als Sterbebegleitung arbeitet und obwohl sie da auch sehr viele Erlebnisse mitnimmt und will im Grunde dort jetzt herausfinden, wie ihr weiteres Leben aussehen soll. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so richtig in die Geschichte reingekommen. Ich fand das mit dem Absturz zu Beginn schon sehr befremdlich, wie das gezeigt wurde und auch wie Dawn darauf reagiert hat, dass sie ihn überlebt hat. Sie steigt direkt im Nachgang in ein Flugzeug und fliegt nach Ägypten. Ich glaube das einfach nicht. Also ich stelle mir es schon sehr schwierig vor, wenn ich gerade einen Flugzeugabsturz überlebt habe, dass ich noch am Flughafen, wo ich gerade gerettet wurde,
an den Terminal gehe und mir ein Ticket hole. Das finde ich unfassbar unrealistisch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist Fiktion, es ist ein Buch, gar keine Frage. Aber mir wurde das überhaupt nicht von der Autorin übermittelt, ja, wie hier im Grunde dieser Schock irgendwie überwunden würde. Vielleicht ist es eine Schockreaktion, da würde ich vielleicht mitgehen, aber das wird mit keinem Wort erzählt. Ich muss mir das gefühlt alles irgendwie so ein bisschen denken. Wir pendeln in dieser Geschichte zwischen Boston, USA und auch Ägypten und dann auch noch auf zwei Zeitebenen, also jetzt und früher, um eben herauszufinden, was hat Dawn früher gemacht mit ihrem Kollegen, wie haben die sich verliebt und Ähnlichem. Und das sind 15 Jahre dazwischen. Und ich muss echt sagen, ich fand diese Zeitsprünge sehr verwirrend und zu diesen Zeitsprüngen, das kam auch alles unfassbar schnell. Es war nicht so richtig gekennzeichnet. Man musste wirklich irgendwie aufmerksam dabei sein. Und selbst dann habe ich mich immer gefragt, bin ich heute, bin ich früher, wo bin ich und wer bin ich? Also die Frage habe ich mir auch sehr, sehr häufig gestellt. Ich bin ein großer, großer Ägypten-Fan. Ich habe sehr viel auch an archäologischen gesehen, nicht nur die Pyramiden, sondern einiges anderes. Ich habe eine Nilkreuzfahrt gemacht. Ich habe mir so, so viel angesehen in Ägypten. Bin ein großer Fan. Ich gucke viele Dokumentationen. Ich bin live dabei, wenn irgendwie ein Gang in den Pyramiden geöffnet wird, wenn das im Fernsehen dokumentiert wird. Aber ich muss echt sagen, mir war es hier zu theoretisch. Ich habe das Gefühl, dass die Autorin sich sehr belesen hat, vielleicht auch eine sehr große Begeisterung für Ägypten hat. Sie konnte das aber auf praktische Weise überhaupt nicht übermitteln. Es fühlte sich theoretisch an wie ein Vortrag, der auch noch sehr trocken ist. Es ist nicht bildhaft, es wird einem nicht vor Augen geführt. Es ist einfach nur Wissen, was zuck, 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 zuck. Zudem sind auch Hieroglyphen abgebildet, wo ich mir dachte, naja, du musst auch schon erklären, was da dahinter steht und schön, dass du es weißt, aber wir als Leser wissen es nicht und mir fehlte einfach so die Leidenschaft. Also so wie ich mir eine Archäologin vorstelle, da erwarte ich Feuer, da brennt jemand und auch wenn das 15 Jahre her ist, ja, zudem fand ich einiges geschichtlich nicht ganz korrekt. Ich habe jetzt nicht alles nachrecherchiert, aber selbst mein etwas laienhaftes Wissen hat bei zwei, drei Dingen so ein bisschen gemacht, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob das so korrekt war. Und ich habe mich auch gefragt, ob wenn jemand 15 Jahre aus diesem Beruf raus ist, ob man da einfach an einer neuen Ausgrabung teilnehmen kann. Zack, hatte sie einen Job, sie durfte unterstützen, sie war wieder im Team. Und das war mir auch einfach so unrealistisch. Das fand ich einfach sehr, sehr merkwürdig. Und was mich auch sehr gestört hat, war, natürlich darf man sich mal was wäre, wenn fragen, aber alles in Frage zu stellen, vom Ehemann, über wie ich jetzt lebe, über meinen Beruf und selbst meine Tochter, das fand ich schon, weiß ich nicht, das fand ich sehr ungerecht und es war überhaupt nicht erklärt, wo das jetzt bei Dawn herkommt. Also ich habe keinen Bezug zu ihr gefunden, ich fand es sprachlich verwirrend, überhaupt nicht bildhaft, nicht emotional genug, um das irgendwie nachvollziehen zu können und nur weil jemand ja gerade einen Flugzeugabsturz überlebt hat, vielleicht stellt man sich tatsächlich die Frage, kann ich mir gut vorstellen, es ist ein sehr einschneidendes Erlebnis, aber so die Art, wie Dawn das auf diesen ersten 140, 50 Seiten gemacht hat, es war leider nicht meins. Also es ist sehr schade, ich hätte es wirklich gerne gemocht, aber leider war das Buch nichts. Gehört und auch verschlungen habe ich in dieser Woche das neue Buch von Neil Schusterman, nämlich Game Changer. Ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Ich habe ja damals auch Size wirklich sehr verschlungen und Dry war ich auch total angetan von der Geschichte. Ich habe mich hier auch für das Hörbuch entschieden, das von Marian Funk gesprochen wird. Ein Sprecher, der mir vorher noch gar nichts irgendwie gesagt hat, aber dessen Stimme mir gut gefallen hat und ich sehr happy war, als das Hörbuch dann vom Verlag sozusagen freigeschalten wurde und ich es anhören konnte. Wir treffen hier auf Ash, der ein begeisterter Footballspieler ist an seiner Highschool und durch einen gewaltigen Stoß landet er in einer Parallelwelt. Und er braucht erst einige Momente, um das zu bemerken. Ihm fallen so Kleinigkeiten auf, wie dass auf einmal Rot nicht mehr Rot ist, sondern sein Blau. Das heißt, die Ampel ist auf einmal blau, das Stoppschild ist blau. Er sich erstmal fragt, wo bin ich und warum? Und er merkt, dass er dann auf einmal Erinnerungen hat, dass er Menschen kennt, die er eigentlich nicht kennt. Und so findet er eben heraus, er ist hier in einer Parallel gewandert. Und hier ist eben sehr, sehr vieles anders, auch was seine Eltern
angeht, die auf einmal erfolgreich sind und auch reich sind, dass sich Freundschaften verändert haben und er eben ja, Menschen jetzt näher steht als in seinem echten Leben und umgedreht. Er versucht, sich zurechtzufinden und eben auch herauszufinden, was ihn in diese Parallelwelt gebracht hat, was seine Aufgabe irgendwie ist, und er möchte eben auch einen Weg finden, wie er zwischen diesen Welten sozusagen hin und her switchen kann. Eine Geschichte, die sehr spannend war, die sehr innovativ war, die für mich nicht an Size herankommt. Also es ist kein grandioses Highlight in diesem Sinne geworden, aber wirklich ein ganz, ganz tolles Jugendbuch. Es ist ein Jugendthriller, der mit vielen, vielen wichtigen Themen daherkommt. Wir haben Rassismus, Sexismus, wir haben Homophobie. Es gibt so diese Unterschiede zwischen arm und reich, auch so ein bisschen, wie eben auch Freundschaften so etwas beeinflussen können. Ich fand diese Themen allesamt wichtig, ich fand sie allesamt gut. Ich bin wirklich der Meinung, dass es in Jugendbüchern normale Themen sein sollten, die eben angesprochen werden, die in den Alltag der Protagonisten einfließen. Aber ich muss ähnlich wie auch beim Buch von Adriana Popescu sagen, mir waren es zu viele Themen auf einmal. Sie sind hier definitiv ein bisschen oberflächlicher besprochen worden. Sie hatten zu wenig Tiefgang und sie werden dadurch eben auch sehr ja, oberflächlich beschrieben und auch betrachtet. Es sind interessante Denkanstöße, die ich glaube wirklich für Jugendliche sehr, sehr wichtig sind. Ich finde solche Impulse immer gut und sie gehören auch in die Literatur, weil sie eben jetzt auch ein ganz präsentes Thema sind, sollten sie immer sein. Aber ich glaube schon, dass es für die Zielgruppe, für Jugendliche sehr gut gemacht ist, dass auch der Umfang der Themen da durchaus eben lieber oberflächlicher ist, aber man eben merkt, es sind eben all diese Themen wichtig. Also das Leben macht ja nicht Stopp, weil man irgendwie denkt, so zwei Themen reichen mir gerade. Im Gegenteil, meistens kommt dann ja noch so eins on top. Ich mochte die Ich-Perspektive von Ash sehr, sehr gerne. Auch wenn es so ein bisschen einen Moment gebraucht hat, bis man drin war, hat es Spaß gemacht, seinen Gedanken zu folgen, seinen Gefühlen mitzuerleben, was er erlebt. Ich fand auch seine Entwicklung richtig toll gezeichnet und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also wie er auch mit dieser Aufgabe der Parallelwelten umgeht, wie er mit den Situationen zurechtkommt, die ihn in dieser neuen Welt sozusagen auch erwarten. Auch die Nebencharaktere haben mir meistens sehr, sehr gut gefallen. So manch einer brachte mich auch zum Schmunzeln, da hatte ich besonders viel Spaß, aber das ja, war wirklich richtig toll von Neil Schusterman gemacht, wie er die Charaktere dargestellt hat und auch diese Entwicklung durch dieses ganze Buch. Die Geschichte ist sehr flüssig erzählt, sehr leicht und auch durch die verschiedenen Sprünge in die Welten ist zwar manchmal verwirrend, aber man bleibt so ein bisschen spannend, spannungsgeladen auch dran. Ich habe jetzt schon mitgekriegt, dass im echten Buch und wohl auch im E-Book so ein bisschen optisch unterschieden wird, wann man eben diese Sprünge macht. Beim Hören hat es eben einfach ein bisschen gedauert. Vielleicht wäre es hilfreich gewesen, so eine Hilfestellung als Hörer zu bekommen, aber man findet sich dann auf jeden Fall zurecht. Ich fand es dadurch einfach nur ein bisschen erschwert. Spannung ist definitiv durchgängig vorhanden. Man wollte tatsächlich immer weiterhören. Man hatte eine Prise Humor, die man ja auch durchaus von Schustermans Büchern auch schon kennt. Und es war schön, die hier auch wiederzufinden. Und insgesamt ein richtig tolles Jugendbuch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was viele Denkanstöße gibt, was für mich aber nicht an seine Size-Reihe rankommt, weil die natürlich schon dystopischer ist und auch einfach düsterer. Das ist hier bei der Parallelwelt ja, nicht ganz so, wobei das Ende dann auch schon was ist. Ich glaube, das mag man oder man hasst es. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß auch mit dem Ende und ja, fand es wirklich ganz, ganz toll erzählt. Also wenn im Grunde auch so ein bisschen eine Art Auflösung für diese Parallelwelten kommt. Ein tolles Jugendbuch, ein toller Neil Schusterman und ich freue mich definitiv, wenn dann irgendwann ein neues Buch von ihm kommt. Im Leseklub haben wir dann von Paula Hawkins Into the Water gelesen, eigentlich als Thriller in Gedanken, steht aber auf dem Buch tatsächlich eher, dass es ein Roman ist. Ich glaube, von der Autorin ist Girl on a Train, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, dass das so war, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ein Buch, das ich nicht kenne,
Aber ich kenne den Film, genau, Girl on the Train, und ich fand den Film nur so okay. Aber ich hatte keine Erwartungshaltung an Into the Water. Ich fand einfach, dass das sehr spannend klang vom Klappentext und habe mich gefreut, dass wir das jetzt im Leseklub auch gelesen haben. Im November lesen wir Die Knochendiebin. Das ist der Auftakt einer Fantasy-Dilogie. Leseklub immer unten in der Infobox, wenn ihr da Lust habt, mitzulesen. Die Geschichte beginnt mit dem Tod von Nell Abbott, die Autorin und Fotografin war oder ist und in den Fluss gestürzt ist. Und dieser Fluss hat insofern eine Bedeutung, weil sie eben gerade über diesen Fluss eine Dokumentation macht, Fotos macht, einen Artikel schreibt, ein Buch schreibt, weil hier sehr viele Frauen scheinbar Selbstmord begehen. Sie selbst ist auch von diesen Klippen gestürzt und es stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, ist sie gesprungen, war es ein Unfall, war es vielleicht sogar Mord? Sie hat eine 15-jährige Tochter namens Lena, die uns auch so ein bisschen die Sicht ihrer Dinge erzählt. Zudem kommt ihre Schwester Jules zurück in diese Stadt, die schon lange keinen Kontakt mehr mit ihrer Schwester hatte, denn die Polizei ermittelt und möchte eben hier auch die Familie dabei haben, um eben auch so ein bisschen hinter Nels Charakter zu blicken. Es gibt noch sehr, sehr viele weitere Blickwinkel, die wir in der Geschichte präsentiert bekommen, um eben ja so ein paar Infos zum Fluss zu bekommen, zu den Personen, zu der Vergangenheit. Wir haben auch Zeitsprünge und wir merken recht schnell, dass viele dieser Personen, die uns einen Blickwinkel geben, auch Geheimnisse haben und erfahren auch durch die Zeitsprünge etwas aus der Vergangenheit der Geschwister von Nell und Jules und was auch die beiden so ein bisschen auseinandergebracht hat und haben unfassbar viele Infos. Und das ist mein großer, großer Kritikpunkt. Es war einfach zu viel. Ja, darum, das Buch wird als Roman betitelt. Ich hatte irgendwie gedacht, vom Cover und so, es ist ein Thriller. Es war auch irgendwie eine Mischung aus Thriller, Roman, Drama und war eher so ein Spannungsroman, das muss man ganz klar sagen. Es konnte mich nicht in Gänze überzeugen. Ich fand es nur so, würde ihm auf einer Skala von Sternen jetzt wahrscheinlich so 2 Sterne geben, weil definitiv so ein bisschen das Nervige überwiegt. Es aber dennoch spannend genug war, damit man es eben nicht abbricht. Es war schon an manchen Teilen auch packend. Es hatte auch so eine Grundspannung, die ich gut fand, aber es war mir manchmal einfach too much. Es war ein unglaublich verwirrender Einstieg mit viel zu vielen Perspektiven, viel zu vielen Gedanken, viel zu vielen Menschen. Ich habe mir wirklich einen Notizzettel daneben gelegt, um so ein bisschen mitzukommen, wer ist wer und wie gehören die zusammen. So ab dem dritten Abschnitt, also ein bisschen was über 100 Seiten, wusste man ein bisschen besser, wo man gerade ist und wem man gerade lauscht und wessen Gedanken das sind, aber ich fand es unfassbar verwirrend. Und man fragt sich, und das habe ich mich auch bis zum Schluss gefragt, warum es so viele Perspektiven sein mussten. Ich glaube, dass das in einem Film ganz gut funktioniert, aber in einem Buch und dann noch mit Zeitsprüngen fand ich es persönlich einfach zu viel. Es wurde leider nicht wirklich besser, also auch nach den 100, 120 Seiten und dann kamen halt auch noch Zeitsprünge dazu. Puh, also es war schon sehr viel. Also man musste konzentriert dabei sein und selbst wenn man konzentriert gelesen hat, war man doch relativ verwirrt. Das muss ich ganz klar sagen. Der Schreibstil ist in der dritten Person, was ich ganz interessant fand und auch gut gewählt. Sehr schön fand ich, wenn Jules mit ihrer toten Schwester so ein bisschen ins Zwiegespräch gegangen ist. Also diese Perspektive hat mir besonders gut gefallen, weil sie eben mit ihrer Schwester im Dialog war, wo wir ja aber wissen, dass sie tot ist. Aber wie sie an den Fall herangeht und auch irgendwie mit diesem Tod abschließt oder hier ihre Rätsel aufgibt, in welcher Art sie das gemacht hat, das fand ich sprachlich richtig, richtig gut. Es gibt meiner Meinung nach viel zu viele Ablenkungen vom eigentlichen Geschehen und Wendungen, die selbst wenn man miträtselt und dabei ist, einfach nicht kommen sieht und viel zu schwierig sind. Also so ging es auch anderen Lesern mit im Leseklub, die irgendwann gesagt haben, Miträtsel macht gar keinen Sinn, weil dann Dinge geschehen, die man, also ja, die auch gar nicht so realistisch irgendwie möglich sind. Ja. Auch das Vertrauen zu den Charakteren, die uns etwas erzählen, ist sehr, sehr schwierig, weil man einfach auch gar nicht weiß, wer erzählt uns eigentlich gerade die Wahrheit. Und es gab für mich auch keinen Charakter, den ich sympathisch fand und das ist auch gar kein Muss.
aber an, auch keinem, an dem man sich so festhält. Also es gab keinen, der einen irgendwie besonders an die Hand nimmt, der einen mitnimmt, der ja, einem auch die Geschichte so ein bisschen näher bringt. Und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr schwierig. Es waren sehr, sehr viele Puzzlestückchen, die auch ohne Erklärung präsentiert wurden und man einfach nicht weiß, was man damit machen soll. Das fand ich wirklich schwierig, dass mir manchmal so Sachen hingeworfen wurden, wo ich ahnte, dass sie wichtig sind, ich aber gar nicht wusste, wofür. Und das Ende wirkte für mich dann sehr konstruiert und war dann auch eher, Also wäre die Spannung nicht gewesen, wo man trotzdem irgendwo dabei sein wollte und vielleicht tatsächlich auch so die Zeitebenen, die ich zwar verwirrend fand, aber spannend fand, was es mit dem Fluss auf sich hat, mit den toten Frauen, ja, hätte ich es vielleicht tatsächlich eher abgebrochen. Aber der Spannungsbogen war definitiv da und trotz der Verwirrung, die einen so im Nachgang vielleicht sogar unterhalten hat, ja, ich fand es sehr schwierig. Also es ist keine Empfehlung, es ist kein Buch, wo ich denke, das muss man gelesen haben. Eher im Gegenteil. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie es im Vergleich zu Girl on the Train ist. Da fand ich den Film halt irgendwie so okay. Mehr habe ich ihn aber auch nicht in Erinnerung. Wäre jetzt keine Autorin, wo ich zu einem nächsten Buch greifen würde, muss ich auch ja, ganz klar sagen. Ganz anders verhält es sich dann aber mit Stephen King. Das ist ein Autor, zu dem ich durchaus öfter greife und so auch mit meiner lieben Freundin aus der Schweiz. Wir haben den Kingtober nach meinem Urlaub ausgerufen und gesagt, diesen 1000-Seiten-Wälzer teilen wir uns in 3 Wochen auf. Und wir haben 21 Geschichten drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und insgesamt habe ich dem Buch 3,6 Sterne gegeben. Ich habe vorne drin eine Liste sozusagen reingeklebt, wie viele Sterne jede Geschichte bekommen hat und am Ende rechne ich das im Grunde hoch. Es sind 21 Kurzgeschichten, wir haben ein Drehbuch, ein Essay und auch ein Gedicht, was tatsächlich ja, einfach mal eine interessante Abwechslung war. Wir haben in dem Buch verschiedenste Genres von Horror über Thriller, über Historisches, über ja, All-Age-Romane, über Freundschaftsgeschichten, also alles, was Stephen King irgendwie wo mal als Thema schon auch in seinen Roman hat, findet sich hier im Grunde wieder. Man merkt recht schnell, dass er hier auch an manchen Stellen sehr düster ist. Es gibt auch eine Geschichte, da erzählt er dann in den Anmerkungen, dass das eine Bachmann-Geschichte ist. Und die habe ich tatsächlich, ohne dass ich es wusste, auch mit 2 Sternen bewertet. Also das muss man ganz klar sagen. Es war keine komplett schlechte Geschichte drin, also es gibt keine Geschichte mit 1 Stern. Alles ging so bei, okay, auf jeden Fall an. Es gab einiges an Highlights, zum Beispiel Entschuldigung, richtig verbunden. Das war eine echt gruselige Geschichte. Das war auch so ein bisschen das Drehbuch, was ich auch richtig spannend fand, als man in diesem Thema drin war. Das Haus in der Maple Street war auch sehr gruselig, düster, mysteriös, als sich das Haus sozusagen oder etwas das Haus wiederholt, fand ich mega. Ich mochte der Fall des Doktors, da möchte ich gar nicht spoilern, um welchen Doktor es geht, aber es ist eine bekannte Figur, wo sich ja, Stephen King durch hat inspirieren lassen. Und Umnays letzter Fall war ebenfalls sehr düster und richtig, richtig toll. Wir haben hier auch ein bisschen, hier oben ist noch ein Highlight, ach, Zuneigung, stimmt. Die fand ich auch richtig, richtig gut. Wir haben hier wirklich alles an Genres dabei. Es ist jetzt natürlich auch schwierig, hier einzelne Geschichten rauszupicken und was zu sagen. Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin nicht der größte Fan von Kurzgeschichten. Lese die ja auch sonst immer sehr selten, meistens tatsächlich ja von Stephen King. Das war jetzt eine Sammlung von, ja, ein paar Highlights, ein paar aber der Rest war irgendwie okay. Es ist schön, in seine Kurzgeschichten einzutauchen, sehr viel von ihm darin auch wiederzuerkennen. Das muss man echt sagen, dass man oft Geschichten auch einfach hat, wo man so das Gefühl hat, dass hier sehr viel von ihm, von seinen Erfahrungen und Ähnlichem mit drin reingepackt wurden. Und das macht natürlich besonderen Spaß. Auch wenn so manche Geschichte Bezug zu einer anderen nimmt oder überhaupt in seine große Romanwelt sozusagen vordringt, ja, das macht einfach Spaß. Also mochte ich sehr, habe ich gerne gelesen, so jeden Tag eine Geschichte. Das hat auf jeden Fall so ein bisschen Abwechslung in den Lesetag gebracht. Und ich kann Stephen King
in 90% der Fälle ja wirklich empfehlen. Und ich glaube, wenn man einen Eindruck von seinem ganzen Repertoire haben möchte, dann ist man mit Albträume gar nicht verkehrt, weil die Geschichten eben nie zu lange sind. Ich glaube, es waren nur 3-4 Geschichten, die wirklich so um die 70, 100 Seiten hatte. Und man bekommt den guten Eindruck, was er alles kann. Also wirklich von Horror über Grusel, über Vampire, über Krimi, über Thriller, über ja auch mal so ein bisschen was Historisches einzufangen. Und fand's gut, ich habe es gern gelesen und natürlich ist es auch schön, wenn man dann eben einfach einen lieben Menschen hat, mit dem man sich so ein Buch auch ein bisschen teilt und Gedanken dazu austauscht. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Greift Wälzer wirklich vielleicht zu zweit, zu dritt an und animiert und motiviert euch jeden Tag, da einfach drin zu lesen. Es hat hier gar nicht so viel Motivation gebraucht, weil man natürlich immer nur so eine Geschichte hatte. Das ist bei Kurzgeschichten natürlich auch immer ganz gut und hat mir auf jeden Fall gut gefallen. War jetzt kein Highlight-Sammlung, aber war auf jeden Fall ein gutes Buch, was farblich sehr gut heute auch zum Pulli passt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch der Woche. Wahnsinn! Also, ich wollte immer mal Bücherwochen zusammenfassen. Also, wenn das weiter mit dem Leseflow so wird, dann sehe ich da irgendwie schwarz. Ja, der Schrecksenmeister von Walter Mörs wurde gelesen mit einem richtig coolen Cover. Ich glaube, das muss man sich einfach mal angucken. Gefällt mir super, super gut. Ich habe ja Walter Mörs letztes Jahr für mich entdeckt mit der Stadt der träumenden Bücher. Dann habe ich die Weihnachtsgeschichte gelesen, die ich von Becky dann auch zu Weihnachten erhalten habe. Und Thorsten hat ursprünglich das Labyrinth, glaube ich, ja, das Labyrinth der träumenden Bücher für mich beim Kingsiana-Pick mal so herausgepickt. Ich habe dann auch von 2-3 Leuten eine Nachricht bekommen, Mensch, lies den zweiten Band mal nicht, da gibt's einen riesen Cliffhanger und man weiß nicht, ob überhaupt irgendwann der dritte Teil erscheint. Und dann habe ich mit Thorsten gesprochen, ob für ihn das okay ist, wenn ich im Grunde das Buch, was er ausgesucht hat, gegen einen anderen Mörs tausche. Und das war für Thorsten auch absolut in Ordnung. Und somit ist das dritte Kingsiana Pick My Sub dann damit auch gelesen. Und ich bin mal wieder in Zamonien eingetaucht. Ja, es ist eben eine neue Geschichte vom zamonischen Schriftsteller Hildegunst von Mythenmetz, den wir ja aus dem Labyrinth der träumenden Bücher, nein, aus der Stadt der träumenden Bücher schon kennen. Wir treffen auf das Krätzchen Echo. Das sehen wir eben auch hier vorne. Das ist, finde ich, total niedlich tatsächlich gemacht. Und man sieht auf dem Cover eben auch, es waren nicht, es waren keine Fledermäuse, es waren Ledermäuse, ganz wichtig. Keine Fleder, sondern Ledermäuse. Ja, wir treffen auf das Krätzchen Echo, das ist sehr, sehr verzweifelt, denn in der Stadt Sledwaja, sind alle Gesunden krank und alle Kranken und das Kranke gesund. Richtig, so ist es. Wir haben in dieser Stadt einiges an krankheitserregenden Bakterien, die auch noch sehr seltsam sind. Wir haben Hirnhusten, Nierenverzagen und auch Darmschnupfen. Und das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Und er ist ja abgemagert, er ist auf der Suche nach Essen und er ist eben auch nahe dran, eben zu verhungern. Und trifft dort dann eben auf den Schrecksenmeister Eispin, richtig, der ihm ein Angebot macht. Denn Eispin ist so ein bisschen ein merkwürdiger Sammler und hat auch ein bisschen was mit Alchemie am Hut und er braucht noch unbedingt das Fett einer Katze oder einer Kratze. Wollte das so formulieren. Und er möchte dann damit seine Sammlung vervollständigen, aber auch eben mit seiner Alchemie hier etwas ganz Besonderes machen. Er bietet unserem Krätzchen Echo jetzt eben an, ihn einen Monat durchzufüttern, ihm alles an Leckereien zu gewähren, damit er schön gemästet wird, damit am Ende sehr viel Fett im Fell, des Fells sozusagen, vorhanden ist, was er dann auch verwenden kann. Ja, Echo ist so verzweifelt, dass er annimmt und es sich auch erstmal gut gehen lässt, aber dann doch recht schnell verzweifelt und dann natürlich auch irgendwie versucht, wie er aus diesem Vertrag ausbrechen kann.
kann, wie er hier im Grunde auch irgendwie rauskommt. Und das ist eine Geschichte von ein bisschen was über 320 Seiten, 370 Seiten sogar, die ich am Sonntagnachmittag verschlungen habe. Ich liebe die fantastische Welt von Walter Mörs. Ich finde es Wahnsinn, was er sich ausdenkt, wie er Geschichten, die es schon gibt, neu interpretiert, dass er uns mit wahnsinnig scharfen Augen sozusagen seine Welt auch präsentiert, sodass wir richtig eintauchen können, die Geschichte uns verschlingt, und ich hatte richtig, richtig Spaß damit, muss ich ganz klar sagen. Walter Mörs hat wirklich einen ganz besonderen Blick und kann uns das auch wirklich toll rüberbringen. Sprachlich sehr anders, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so war für mich der Start auch wirklich sehr, sehr holprig. Ich habe bestimmt 50, 70 Seiten gebraucht, bis ich irgendwie drin war und dann erst dachte, wie großartig diese Geschichte ist. Also es hat ein bisschen gebraucht, aber irgendwann fühlt man sich dann in Zamonien auch wieder wohl. Die Geschichte ist mir nicht ganz neu, denn es ist im Grunde eine freie Interpretation von Spiegel, das Kätzchen, was von Keller ist, was wiederum inspiriert ist von dem gestiefelten Kater und auch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, von Keller, hatte da nicht auch Goethe irgendwie mit reingespielt, Reineken Fuchs? Oder war es sogar eine Spur von Faust? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Eine Geschichte, die vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren, das ist schon gar nicht mehr wahr, gelesen habe. Aber es kam mir dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen bekannt vor, die Geschichte hier drin von unserem Krätzchen. Und ich habe dann so ein paar Hinweise dazu gefunden, dachte, ach ja, genau, es war Keller. Ja, aber es ist, wie gesagt, bestimmt schon 25 Jahre her, dass ich das irgendwie gelesen habe oder ja, vielleicht ein bisschen was über 20 Jahre. Aber ich finde es aber gar nicht schlimm, dass hier Walter Mörs im Grunde oder eigentlich ja Hildegunst von Mythenmetz ein bekanntes Märchen, eine bekannte Geschichte nimmt, sie interpretiert und sie eben in die Welt hier mit hineinnimmt, rund um Zamonien. Es gibt ja auch Ensel und Rätel oder irgendwas, das ist ein Buch, was jetzt auch auf dem Weg zu mir ist, was ja im Grunde auch irgendwie eine Interpretation wahrscheinlich von Hänsel und Gretel sein wird. Aber eine Geschichte, die mich gefesselt hat, die emotional war, die mich sehr bewegt hat, vor allem das Ende, was mich echt auch so ein bisschen nachdenklich zurückgelassen hat, was ich einfach nur wow fand, wo ich mir dachte, wow, toll, dass er sich das traut, das auch so enden zu lassen. Die Magie der Story ist definitiv bei mir als Leser angekommen. Es hat mich gefesselt, es hat mich gepackt, es hat mich nach dem anfänglichen Holprigen auf jeden Fall abgeholt, mitgenommen und hat mir eine wunderbaren Film auch im Kopf sozusagen gezeigt. Also es ist bildhaft, es ist lebendig, es ist zwar innovativ, aber also man hat aber nicht den Eindruck, dass man irgendwie in einer Fantasy unterwegs ist, was es natürlich ist, aber was einen einfach mit in die Realität ganz viel mitnimmt. Also großes, großes Bücherkino, hat mir sehr gut gefallen, und wäre der holprige Start nicht gewesen, wäre es definitiv auch ein Highlight geworden. Kommt für mich aber einfach nicht ganz so an das innovative, neuartige von Die Stadt der träumenden Bücher ran. Also das muss ich klar sagen, das ist definitiv mein Platz 1, auch wenn das ganz knapp bei 2 Büchern oder 3 sozusagen dahinter kommt. Ich freue mich definitiv mehr von Walter Mörs zu lesen, und ich habe ja auch noch die 13,5 Geschichten des Captain Blaubeer hier, haben mir jetzt, wie gesagt, auch Ensel und Gretel oder wie auch immer man das nennt, ich komme gerade nicht drauf, ertauscht. Und Rumo, glaube ich, gibt es ja auch noch. Mal sehen, wie ich dazu komme. Aber eine tolle Geschichte. Ich glaube, wer Walter Mörs mag, der hat sie bestimmt schon gelesen. Aber wer da Fantasy möchte und auch passend so zu Halloween, ist jetzt nicht mein Tag so per se, aber das hat auch so von dem Gruselfaktor da auf jeden Fall sehr, sehr gut gepasst. Also hat mir sehr gut gefallen und toll, dass Thorsten sich hier einen Walter Mörs von meinem Sub gezogen hat. Am Samstag habe ich die liebe Anka getroffen. Wir haben das auch ein bisschen auf Instagram geteilt. Ich habe euch da auch einen Haul hochgeladen, denn wir waren unter anderem auch im TK Maxx. Und ich wusste schon, dass es da Duftkerzen gibt. Ich war auch schon 2-3 Mal in TK Maxx und ich habe da auch zugeschlagen. Ich habe 3 Düfte mitgenommen, eher von so No-Name-Marken. Ich hatte jetzt aber die 3 Düfte auch schon an, jeden Tag einen anderen, und muss echt sagen, ich bin sehr, sehr angetan. Hier eben auch so ein bisschen einfach als kleiner Tipp. Wenn euch da irgendwo, wenn ihr euch in TK Maxx über den Weg lauft, schaut da einfach mal in Richtung Haushaltsartikel und
Ja, guckt doch mal, ob euch irgendwie eine Kerze anspricht. Zudem gibt es aktuell in meinem Rossmann auch einen Yankee Candle Home Inspirations Aufsteller mit Weihnachts-Winter-Düften. Fand ich auch richtig toll, sowohl kleine Gläser als auch ein großes Glas. Es gibt auch eine Sammlung von Votivkerzen, finde ich auch richtig toll. Also da kann man auf jeden Fall auch die Augen offen halten. Und es sind ja auch die Winterdüfte von Yankee Candle schon bei mir eingezogen. Ja, die werden jetzt nach und nach gedüftelt, denn es ist nicht mehr lange bis zur Weihnachtszeit, auch wenn ich gerade gefühlt erst im Herbst angekommen bin. Man sieht überall schon Weihnachten und Winter und ich denke mir so, pff, irgendwie, ach, Weihnachten ist doch erst in 3, 4 Monaten und dann guckt man auf den Kalender und denkt sich, boah, jetzt, wenn das Video online kommt, sind es ja theoretisch auch nur noch 2 Wochen oder 3 Wochen bis Advent. Also das ist schon, es geht mir fast ein bisschen schnell, wenn ich ehrlich bin. Ja, noch so richtig in Weihnachts- oder Winterstimmung bin ich nicht, aber so langsam komme ich in Herbststimmung und ja, das Treffen mit Anka war richtig, richtig toll. Wir hatten einen wunderbaren Tag. Wir haben natürlich auch Bücher geshoppt, die ich euch auch in dem Haul gezeigt habe. Und es ist einfach schön, wenn man Lieblingsmenschen, ja, die man irgendwie durch YouTube, BookTube getroffen hat, dann eben auch im Real Life sieht und sich immer mal denkt, es fühlt sich an, wie wenn wir das jeden Samstag machen. Und dann gibt es immer Momente, wo man denkt, wir stehen jetzt echt hier nebeneinander oder wir sitzen nebeneinander. Also es ist immer wieder schön und ja, ich freue mich, wenn das im nächsten Jahr vielleicht auch mit einer Buchmesse oder so einfach wieder öfter passiert, dass man eben ja Buchmenschen, die man ins Herz geschlossen hat, dann eben auch einfach öfter sieht. Musiktechnisch gibt es das neue Album von Ed Sheeran und das hat mich auch das ganze Wochenende dann mit begleitet. Ich bin auch noch mitten im Hören und es hat mich auch eiskalt mit einem Song erwischt, der mich direkt zu Tränen gerührt hat. Also das neue Album ist da und ich mag seine Songs einfach unglaublich gerne. Ich mag es, wie er mit seiner Stimme arbeitet, wie er Instrumente reinnimmt, wie er auch ganz andere Stile jetzt mal aufnimmt und verwendet und man denkt, eigentlich ist es irgendwie gar nicht Ed Sheeran und dann ist es aber irgendwie doch ganz typisch Ed Sheeran und ja, es macht einfach großen Spaß, also hört da gerne mal rein. Film haben wir angeguckt und zwar haben wir gestartet mit dem Rewatch der Matrix-Trilogie. Es ist ja für Dezember der 4. Teil angekündigt, seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder irgendwas so in dem Dreh oder über 15 Jahre, wird es einen 4. Teil geben und der Trailer ist irgendwie so, sieht geil aus, könnte aber total schlecht werden. Also ich bin da sehr zwiegespalten, was den 4. Teil angeht. Ich war schon sehr skeptisch bei Band 2 und 3, bei Teil 2 und 3, weil ich so dachte, ah, was will man denn nach so einem geilen ersten Teil eigentlich noch erzählen? Ich bin sehr gespannt, wie ich Teil 2 und 3 im Rewatch finde. Ich habe die damals im Kino gesehen und ich glaube noch einmal dann auf DVD und ich habe die nicht so gute Erinnerung, aber ich möchte sie jetzt trotzdem mal angucken, irgendwie so nach 10 Jahren. Denke ich, vielleicht ist man jetzt auch einfach an einem anderen Punkt, man ist irgendwie älter, vielleicht auch weiser. Und ja, aber zum ersten Teil von Matrix, da muss ich echt sagen, der funktioniert auch nach über 20 Jahren noch richtig gut. Ursprünglich rausgekommen, ja 1999, ein Film, der uns offenbart, dass wir ja eigentlich nur das Konstrukt von Maschinen sind, beziehungsweise die Welt, in der wir leben, die ist gar nicht echt, sondern wir sind eigentlich in einem Computerprogramm, denn eigentlich liegen unsere Körper als Batterien auf der Welt verteilt, denn die Maschinen, die Roboter brauchen unsere Energie und Neo bricht eben unter anderem aus dieser Matrix raus, ist dann in der realen Welt und sie wollen die Maschinen auch irgendwie bekämpfen. Wahnsinnscast von angefangen von Neo, der gespielt wird von Keanu Reeves, über Lawrence Fishburne, über Karen Ann Moss, über Hugo Weaving und ja, es ist später kommt dann noch Jada Pinkett Smith dazu und also wahnsinnig vom Cast her ein grandioser Film, der mit neuen Techniken dahergekommen ist, der optisch, visuell wirklich großartig ist, perfekter Soundtrack. Ach, sind wir damals nicht alle, zumindest die so alt sind wie ich, in schwarzen Klamotten und Lederjacken rumgelaufen? Haben wir nicht alle im Internet, was ja 1999 noch gar nicht so die Präsenz hatte wie heute, waren wir nicht auf der Suche nach Morpheus, der uns aus der Matrix entlässt? Wollten wir nicht alle Hacker werden? Also ich auf jeden Fall. Ich war da aber auch 16.
ja, wie ihr seht, ich bin kein Hacker geworden und scheinbar noch Teil der Matrix. Ich fand's großartig und ich habe den einige Male jetzt natürlich seit dem Kino damals auch gesehen, bestimmt 5, 6 Mal. Es macht immer wieder Spaß und es ist immer wieder spannend und ich mag es, welche Gedankengänge da im Kopf umhergehen und wie cool das wirklich auch gemacht ist. Also ein großartiger Film, der definitiv in die Top 10 meiner Filme gehört, der mich wahnsinnig gut unterhält und ich bin sehr gespannt auf Teil 2 und 3. Und dann natürlich trotzdem auch irgendwie auf Teil 4, den ich aber wahrscheinlich erst im Januar sehen werde. Der kommt, glaube ich, so kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wie bei uns da so zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie Kino sein wird und wie das überhaupt bis dahin dann auch irgendwie möglich sein wird. Man weiß ja auch nicht, was jetzt die Zahlen innerhalb Corona und so, ne? Das ist ja, ja. Aber da warten wir einfach mal ab. Aber ich bin gespannt, ich bin neugierig, ich versuche offen an die weiteren Teile ranzugehen und mich nicht von meiner Meinung von damals sozusagen irgendwie beeinflussen zu lassen. Ja, mal sehen. Werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch berichten. Und ja, das war jetzt eine ganze Menge. Es ist ein langes Video geworden. Es waren einige Bücher und ich bin super neugierig, was ihr gelesen habt, was vielleicht auch euer Highlight im Oktober war. Lasst mir das gerne in den Kommentar. Alle Infos findet ihr in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.